So, wieder hallo und herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Video. Ja, ihr seht, der Herbst ist ausgebrochen, mir ist ein wenig kalt, deswegen auch gerade den Hoodie oben. Aber es sieht wunderschön hier aus, muss ich sagen, mit den ganzen wunderschönen gelben Blättern drumherum. Und heute gibt es ein neues Auto-Vorstellungsvideo. Ja, ist schon eine längere Weile her und ich hatte ein Auto schon sehr, sehr lange auf der Planungsliste, was ich unbedingt mir holen wollte. Und schuld daran war ein Spiel namens Jaloppi. Das war nämlich schuld daran, ja, dass ich auf so ein altes Auto aus der DDR so ein bisschen Bock bekommen habe. Und dann war leider ihr als Community da, die auch nicht vernünftigerweise gesagt hat, nein, Lukas, lass die Scheiße sein, das ist keine gute Idee, hol dir was Vernünftiges. Ja, ihr habt leider gesagt, mach das. Und liebe Leute, darf ich vorstellen, mein Trabant 601. So, nachdem ihr jetzt eine kleine, sagen wir mal, Einführung zu dem Wagen bekommen habt, bis ihr mal kurz einen Rundumblick bekommen habt, ja, darf ich euch nochmal vorstellen, das ist nämlich Erich Honecker, danach haben wir ihn benannt, Erich Horn, das könnt ihr euch vorstellen, Erich, der YouTuber, die Community, ne, ihr kennt es. Und ja, das ist mein neuer Trabant 601 von 1985. Und ich werde euch jetzt in diesem Video mal ein bisschen vorstellen, diese kleine Knutschkugel, in die ich mich jetzt seit Tagen schon absolut verliebt habe. Ich liebe mit dem Ding rumzufahren, auch wenn das Wetter momentan eigentlich nicht dafür gedacht ist. Ja, schauen wir uns doch mal an. Das ist der kleine Kollege, den ich mir geholt habe. Ein 85er Trabant 601S. S steht für Sonderwunsch. Was genau daran Sonderwunsch ist, werde ich euch gleich im Video zeigen. Der hat nämlich so zwei kleine Spielereien im Innenraum, die man damals dazu bestellen konnte. Und ja, ich bin mega happy mit der Karre. Ich war auch lange, lange am Suchen, weil erstmal einen guten zu finden ist schwierig. Vor allem für halbwegs okayes Geld. Weil die Dinger, und das glaubt mir keiner, können halt rosten wie Sau. Jetzt kann ja, das sind ja, die heißen noch Plastibomber oder hier, ne, wie heißen sie nochmal, aus Pappe und sowas. Außenrum, die ganzen Teile, ja. Darunter ist komplett Metallgerüst und Trabant hatte damals, oder eben die Jungs von Sachsenring hatten damals keinen Bock, richtig gut zu versiegeln. Hat einer der Vorbesitzer Gott sei Dank sehr gut übernommen, Dankeschön dafür. Und darunter konnte es halt gammeln und du siehst es halt nicht. Also der rostet, ohne dass du es siehst, bis dann irgendwie halt so weit gerostet ist, dass du es halt siehst und dann ist halt Ende Gelände. Und der Kollege hat gar keinen Rost und das ist brutal geil. Er hat ein bisschen Flugrost hier und da, zeige ich euch gleich, aber alles im Rahmen, kann man super leicht beheben. Und ich habe ewig gesucht, weil drei Viertel von den Dingern stehen in der DDR. Und ich wohne nicht in der DDR, ich wohne in Rheinland-Pfalz. Und klar, man hätte natürlich dafür rüberfahren können und dann da gucken können, aber hatte ich nicht so ganz Bock drauf. Und jetzt habe ich die Tage halt ein bisschen rumgeschaut gehabt und dann habe ich ja auch nochmal rumgefragt, ey, wisst ihr, ob irgendwie ein Trabant abzugeben hat? Und da hatte mir einer von eBay Kleinanzeigen eine Anzeige geschickt. Von dem Kollegen. Der stand nämlich wunderschön in Koblenz rum, also direkt bei mir um die Ecke. Und habe ich gedacht, komm, guckst du dir mal an. Eigentlich wolltest du ihn jetzt noch nicht direkt einholen. Jetzt steht er da. Jetzt habe ich ihn geholt. Und jetzt zeige ich euch das wunderschöne Ding mal. Wie gesagt, an sich super Zustand. Hat, sagen wir mal, 48.000 gelaufen. Sagen wir jetzt mal. Wir wissen es nicht genau, weil, zeige ich gleich im Innenraum, der Trabi geht nämlich nur, der Tacho geht vom Trabi nur bis 5 Stellen. Also der könnte auch 545.000 haben. Ich wüsste es nicht. Ich glaube es ihm jetzt mal, dass er zumindest vielleicht 145 gelaufen hat. Mehr schätze ich auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, Zustand an sich brutal gut. Gibt ein paar Schönheitsfehler, sagen wir mal, die hier und da noch ausgebessert wollen. Aber an sich, technisch steht er super gut da. Hat dieses Jahr frisch TÜV bekommen. Wie gesagt, Rost hat er keinen. Und bin mega happy damit. Auch wenn ich, ja, noch ein paar Mal momentan meiner Nachbarschaft auf den Sack gehe, wenn ich irgendwo warm in dich stehe, weil ich mal wieder die Karre abgebockt habe. Plus die aktuellen Temperaturen sind für den Kacke. Zwei Takter da drunter und bei den Temperaturen gibt geilere Wetterverhältnisse, deswegen steht er auch ab dem nächsten Monat nämlich schon in der Garage und hat seinen Winterschlaf. Die Garage habe ich leider erst nächsten Monat, deswegen dachte ich, zeige ich euch ihn vorher nochmal, bevor er dann in den Schlaf geht und wir bis zum Frühjahr dann ein bisschen dran rumwerkeln. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, soweit komplett Originallack, nichts dran gemacht, allem drum und dran, 85er Baujahr und ein paar Stellen, die noch, sagen wir mal, gemacht werden müssen. Ja, einerseits hier diese komischen, ich sag mal, Chromdinger, die hat einer der Vorbesitzer mal drangeballert, damit man die Türen nirgendwo gegen böllert. Komm aber ab, weil ich weiß, wie man Türen öffnet. Dann haben wir noch hier hinten schön als Makel.
sehen wir nämlich, geht ein bisschen der Lack ab, aber die Dinger kannst du einzeln abbauen. Die kommen dann einmal wunderschön zum Lackierer. Plus, ihr seht, Rückbank ist voll und Kofferraum ist voll mit Trabi-Ersatzteilen, die ich noch dabei bekommen habe. Also ja, ich habe doppelten Satz Rückleuchten, doppelten Satz Scheinwerfer, also ich kann ein bisschen hoch experimentieren, ob ich die lackiert haben will oder nicht. Vorne dasselbe bei den, sagen wir mal, Scheinwerferringen, die hier aus Chrom sind oder mit Chrom umhüllt sind. Da würde ich auch nochmal gucken, ich will mir einfach mal einen Satz lackieren, mal gucken, was ich schöner finde von beiden. Aber hier bin ich schon mal sehr froh, ihr seht, ich kann mich super gut spiegeln, die Dinger gammeln nämlich auch wie die Hulle. Haben sie nicht. Und das ist sehr, sehr gut. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und ja, also deswegen optisch, wie gesagt, relativ guter Zustand. Wir haben ein paar Flugroststellen, wie ich erwähnt habe. Hier in der Pfalz seht ihr, das kann man aber relativ gut beischleifen und dann lackieren. Ohne dass man dann einen riesen Farbunterschied sieht, wäre jetzt die Tür oder sowas, die ja nicht rosten kann, wie wir ja wissen. Wäre schlimmer, weil dann wird es natürlich einen Farbunterschied sehen, weil, wie gesagt, 85er Baujahr, brauchst du nicht drüber reden, dass du den Lack niemals in diesen Farbton hinkriegen wirst. Und bei so einer Pfalz, das fällt dann nicht zu stark auf. Das kann man Gott sei Dank relativ schnell nacharbeiten. Ja, ich würde mal sagen, ich zeige euch auch mal wunderschön von innen. Ich habe ein bisschen was vor mit der Kiste. Dazu komme ich gleich noch. Ich zeige euch erstmal kurz den Innenraum, weil das ist nämlich der schöne Fakt. Das Ding ist ein Traum von innen. Ich liebe ihn. Auch wenn ich mit 1,94 Trabis nicht empfehlen kann, weil an dem Lenkrad da vorbeizukommen, Alter, es ist das. Das vergleicht sich jedes Mal, als wäre ich Akrobat. Das ist kein Scheiß, ich muss mein Bein da so vorbeihiefen, weil ich halt hier drunter nicht herkomme. Auf jeden Fall, ja. Sitze noch brutal geiler Zustand, ob die Original sind oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde grundsätzlich den ganzen Innenraum Flair geil, ja, ohne Kopfstützen, das war zum Beispiel auch ein Extra, das konnte man kaufen, hat er nicht, finde ich optisch jetzt nicht so schön, klar, beim Unfall brauche ich überreden, dass es natürlich geiler wäre, hätte ich welche, aber sonst den Innenraumcharme mit diesem Muster und dem Leder und dasselbe ja auch hier bei den Türpappen, finde ich brutal schön, ist auch noch super Zustand. Nicht, das wird noch sauber gemacht. Ich habe den da so übernommen, der muss noch ein bisschen geputzt werden im Innenraum. Kam ich jetzt noch nicht zu. Ja, wie gesagt, da Ersatzteile. Und jetzt kommen wir mal dazu. Ich setze mich mal, versuche mich mal reinzusetzen, so seitlich. Es ist schwierig mit der Kamera jetzt noch was drauf zu kriegen. Ich habe kein Weitwinkelobjektiv. Der Innenraum ist leider sehr klein. Was haben wir alles? Wie gesagt, zwei Sonderwünsche hat er, weil er ein Trabant 601S ist. Nämlich einerseits das Ding hier. Das Ablage, dieses Ablagebrett. Konnte man damals dazu bestellen. Ja, ein Ablagebrett, sonst du hättest deine Sachen nirgendwo hinlegen können, außer hier in die Türen. Aber ja, das Brett ist dabei und ich finde das Geilste, dass das ein Sonderwunsch war. Das Ding da. Das ist meine Warmlinganlage. Warmlinganlagen gab es damals beim Trabant nicht extra. Nicht normal, die musst du dazu bestellen. Also wenn du sicher irgendwo am Straßenrand stehen wolltest, verdammt nochmal hast du ein 601S gekauft, um das zu haben. So, was haben wir noch? Wir haben Radio-Nachgröße vom Vorbesitzer. Das gucke ich, ob es drin bleibt. An sich ja, weil hier und da mal bei Fahrt ein bisschen Musik hören, ist nicht ganz so verkehrt. Vor allem dessen, der Zweitakter macht halt ungemein Getöse. Da kommen wir auch zu einer Sache. Da hinten sind Lautsprecher, die kommen runter. Ich muss mir eine andere Lösung, wenn ich sie drin lasse, das Radio, suche ich mir eine andere Lösung rüber, weil das geht gar nicht. Das sieht optisch einfach scheiße aus. Ja, was haben wir noch im Innenraum? Kommen wir mal dazu. Wir haben ein kleines 301 Modell, finde ich super nice. In derselben Farbe, wie richtig ist. Und darunter ist der Aschenbecher. Ja, man weiß, aus welcher Generation dieser Wagen kommt, wenn man einen Aschenbecher mitten in der Mittelkonsole hängen hat. Dann weißt du, was, aus welchem Jahrzehnt dieser Wagen stammt. Dann kommt hier normalerweise ein Originalradio rein, dafür hast du diese Blende. Deswegen bin ich überlegen, vielleicht ein Originales zu holen und das da wieder rauszunehmen. Dann haben wir noch wunderschönen KMA-Zähler und Anzeige von grün bis rot, wie hoch mein Spritverbrauch ist. Nicht, ob ich Spritverbrauch habe und sonstige Sachen, ist auch abgeklemmt, weil die Dinger haben ab und an Brandgefahr gehabt damals bei den Trabis. Deswegen ist es nicht dran, ich brauche es auch nicht. Man misst seinen Sprit nämlich unter einer Motorhaube. Zeige ich euch gleich wunderschön noch. Dann haben wir noch Licht, Scheibenwischer und Wischdüsen. Draufdrücken wie so eine Wasserpistole und dann kommt da wunderschön Wasser auf die Scheibe. Ein Träumchen. Ja, dann haben wir eben diese wunderschöne Revolverschaltung heißt sie ja. Was eigentlich eine Haarschaltung ist, 90 Grad gedreht. Weil wenn wir rausziehen, haben wir zum Beispiel unten ist der erste Gang, dann zweiter ist oben, nach vorne, dritter, vierter. Das ist, also das hier zum Beispiel erste, dann ist das zweiter und pipapo. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, man muss sich dran gewöhnen. Vor allem kloppe ich mir am dritten immer den scheiß Schalthebel gegen das Bein, aber sonst ist ganz cool. Dann haben wir ein geiles Feature noch, Sonnenblenden. Aber ich sag mal, die Sonne kann ich da nicht mehr blenden, weil du siehst halt nichts mehr. Also wenn ich die nach vorne packe, fahre ich komplett Blindflug irgendwo hin. Also die hängen mir halt sowas von direkt in der Fresse. Da habe ich aber schon was gesehen, was ich Bock drauf haben könnte. Das steigen wir mal wieder aus, dann quatsche ich darüber nochmal mit euch. So, machen wir mal kurz zu. Nämlich gibt es für den, wie für Käfer und sowas, so eine Sonnenblende, die man von außen montiert, die man von außen so drüber klappen kann. Finde ich optisch super, super cool. Hätte ich auch voll Bock drauf, weil im Sommer fahren wäre das ganz nice. Sind aber sau selten. Und eine Sache, die ich unbedingt haben will. Deswegen, wenn sowas eine Sonnenblende haben sollte und wenn jemand einen wunderschönen Dachgepäckträger haben sollte, bitte melden. Ich habe hier nämlich eine Gegenfindigkeit und falls da irgendwer einen sagt, ich habe einen abzugeben, schreibt mir gerne an meine Mail lpn05kontakt@gmail.com.
ich brauche einen Dachgepäckträger, habe ich Bock drauf. Dachgepäckträger, Sonnenblende, das sind Sachen, die ich suche. Und Sachen, die natürlich noch passieren werden, das wisst ihr einfach von mir aus. Natürlich werden wir am Trabi auch ein bisschen mal tunen. Nicht optisch, keine Sorge, das Ding bleibt so, wie es ist. Da kommt kein Bodykit dran, da kommt nichts dran. Ich mag diesen Look dieser Pappe. Deswegen bleibt das. Erich bleibt so. Erich wird nichts dran gemacht. Aber, liebe Leute, das ist ja hier, ne? Also das hier, das... Da wirst du ja ausgelacht bei deinen Freundinnen. Die denken sich so, ah, oh, schöne Pappe, aber Lukas, was soll das hier? Das ist ja... Nee, da kommt ein Fahrwerk rein. Und ich weiß noch nicht was. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits Luft von TH Technics. Müsst mal gucken. Ist halt relativ teuer. Wenn die Jungs das von TA sehen sollten, vielleicht habt ihr Bock auf eine Kooperation, weil Verhältnis Wagenwert zu Teilepreis heftig. Oder es gibt noch die Möglichkeit, den einfach bei Blattfedern tiefer zu legen, weil vorne hinten Blattfedern. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Dann wäre halt Static. Das wäre halt auch super cool. Hätte ich Bock drauf. Und es kommen dann andere Stahlfelgen drauf mit ein bisschen mehr Tiefbett. Wir haben ein umgebautes Stahlfelgen dafür anfertigen lassen. Und das ist soweit der Plan. Wie gesagt, optisch, tiefer, Felgen, fertig. Und vielleicht Sonnenblende und Dachgepäckträger. Das wäre super cool. Wenn noch irgendwer anders für diese, irgendwer noch coole Gimmicks für so ein Trabi rumliegen hat, was damals voll cool war und was man damals unbedingt haben wollte oder mittlerweile unbedingt haben will, wie gesagt, gerne Mail schreiben in der Liste, was ihr so rumliegen habt. Da wäre nämlich sehr interessant, weil ich weiß gar nicht, was es für den damals alles so gab. Wie diese Sonnenblende ist mir auch gestern erst aufgefallen, dass die anscheinend gab damals. Und deswegen, wenn wir so ein paar Unikat-Sachen in die Karre reinkriegen würden, wäre halt super, super sexy. Jetzt erstmal über den Winter, wie gesagt, wird das stehen. Ich werde ein paar Sachen schön machen lassen. Rückleuchten zum Beispiel werden lackiert und das wäre es dann soweit. Also wie gesagt, erstmal hübsch machen. Technisch läuft das soweit einwandfrei. Ich werde, denke ich mal, trotzdem im Frühjahr dann einmal komplett durchchecken. Und dann werden wir uns das Optische machen, weil wie gesagt, teiletechnisch geht das alles. Das Ding hat eine ultra geile Teileversorgung. Von Trabantfeld zum Beispiel wird auch alles für diesen Wagen neu produziert. Du bekommst super, super viel Stuff für das Teil. Und deswegen an sich den am Leben zu halten und vernünftig zu pflegen, das geht alles. Man muss halt erstmal einen guten finden, weil entweder, wie gesagt, sind die vergammelt, komplett restauriert, dann halt dementsprechend voll teuer. Oder neu umlackiert und sowas. Es gibt super viele umlackierte, gerollte Trabis und sowas. Und das wollte ich nicht. Ich wollte unbedingt einen Originallack haben, weil ich finde diese Farben der 80er, 70er, 60er, 70er aus super, super geil. Das ist keine Farbe, die mir auf ein heutiges Auto packen würde, auf keinen Fall. Aber ich finde das halt eben genau an diesem Auto so geil und habe deswegen so meinen Spaß dran. Und ich werde euch auf jeden Fall die Tage nochmal irgendwann ein schönes Fahrvideo machen, damit ihr nochmal seht, wie fährt sich so ein Trabi eigentlich. Weil das ist ganz anderes Fahren. Macht super, super Laune. Ich würde sagen, zum Ende hin zeige ich euch nochmal kurz den Motorraum, weil das nochmal, ich sag mal, ein Anblick für sich selber, weil wie gesagt, hier hängt ein Zweitakt darunter. Das hast du nochmal beim Mofa hast und nicht bei einem Auto. Außerdem fährst Trabi, dann hast du das beim Auto auch. So, wir müssen mal ganz kurz hier unten ziehen. So, einmal draußen. Falls ich frag, hau die doch mal ein bisschen liebevoller zu. Nein, es ist ein Trabi, du musst, andersweitig geht die direkt wieder auf. Das ist ja relativ egal. So, das Geile ist, was beim Trabi positiv ist. Mal kurz gucken, wo der Hebel ist. Erstmal ist die Haube butterweich, weil Plaste. Das Ding steht selber. Können heutzutage noch einige Autos nicht, aber gut. Ja, das ist der Motorraum. Er ist relativ aufgeräumt. Er hat auch hier kaum Roststellen. Es gibt auch beim Trabi hier überall die Dinger. Dome können rosten, die Teile können... Alles, was an dem Trabi Metall ist, kann theoretisch durchgammeln. Es gibt nicht viel, aber wenn es da ist, kann es auf jeden Fall komplett in eine braune Farbe ändern. Und das ist der Motor. Da ist der wunderschöne Zweitakter. Das ist der Benzintank, der Kollege. Und ja, falls ich jetzt frage, wo ist Kühlwasser, wo ist Öl, gibt's nicht. Zweitakter rennt ja eben mit 1:50 Benzin-Öl-Gemisch. Und Kühlwasser gibt's nicht, weil Luft gekühlt. Und ja, dementsprechend, hier haben wir unseren wunderschönen Messstab. Machst nämlich das Ding auf, Messstab rein, weißt, wie viel Sprit du hast, weißt dann, wie du nachtanken musst. Und ja, damit sieht man nochmal, wie viel Sprit ich hat. Ich bin letztes Mal trotzdem voll auf Reserve stehen geblieben. Also beziehungsweise sind wir gerade noch in den Tank gerollt. Weil ich dachte, ach, das reicht schon, dann geht der Trabi plötzlich aus, dann war der Tank leer. Ja, deswegen messe ich mittlerweile ein bisschen häufiger mit dem Ding nach, um sicher zu gehen. Dann noch einen Lappen einfach, um das Ding wieder sauber zu machen, weil wir wollen das Ding ja nicht unnötig versauen. Hier haben wir auch ein bisschen Rost, müssen nochmal dran, dass ich mich Metall anplaste. Genau, deswegen. Hier, wie gesagt, ein paar Stellen, die halt so oft oberflächlich anfangen zu rosten, die werde ich im Winter alle mal anschleifen und beilackieren, grundieren vernünftig. Und dann sollte das eigentlich safe sein. Und ja, wie gesagt, hier vorne bin ich mir nicht sicher, ob Chrom oder nicht. Ich habe kurz noch einen zweiten Satz dabei. Den zweiten werde ich einfach mal komplett neu lackieren und dann einfach mal dran bauen und gucken, was mir besser gefällt. Ich glaube, Chrom ist, glaube ich, die Sache, die mir geiler gefällt. Sogar ich bin kein Chrom-Fan, aber es ist ein Trabi. Da dürfen wir das. Ich muss mal gucken, dass ich die Haube genau zukriege. So, einmal zufallen lassen. Und drücken. Das ist der Moment, wo man sich jedes Mal denkt, man bricht diese Haube durch. Keine Sorge, das ist nicht so geil. Ja, haben wir sonst noch was? Ich glaube, sonst habe ich euch alles zu diesem wunderschönen Plastebomber aus der DDR erzählt. Wie gesagt, ich bin mega happy mit dem Ding, hab super meinen Spaß. Jetzt, wie gesagt, bricht leider Jahreszeit an, wo ich noch kaum fahren werde, weil
Der wird keinen Winter sehen, keinen Salz und sonst deswegen habe ich gar keinen Bock drauf, weil der Zustand ist zu gut, dass ich ihn jetzt gammeln lassen möchte. Und ja, ich denke mal, wir werden trotzdem Videos machen, weil ich habe ab Dezember eine Garage. Da werden wir ab und an mal ein bisschen was zum Trabi quatschen, wenn ihr Fragen habt oder sonstigem auch gerne. Und wenn wir dann schon Teile haben, die man drin montieren kann, werden wir das da auf jeden Fall auch Videos zu machen. Sonst wird es damit im Frühjahr weitergehen, wenn wir dann eben ja, für den Frühjahr die ganzen Teile umbauen. Und das wird natürlich viel bei Essence Autoglas passieren, so ein bisschen Fahrwerk und sowas, weil viel kann man selber machen. Es ist nichts Kompliziertes, ein Trabi ist ein super simples Auto, aber Fahrwerk einbauen ohne Bühne. Ja, nee, mache ich dann doch nicht. Aber wie gesagt, ich bin raus. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ganz noch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder zum Trabi 6 und 1. Ich hab Bock.